Hallo und herzlich willkommen bei JD Aquascaping. Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute endlich mal wieder ein Becken für uns bzw. beim Johannes einrichten können. Ja, und das Becken soll pflegeleicht werden. Das Augenmerk ist auf Fische mal ausgelegt, soll aber trotzdem ein fettes Layout werden. Das Becken wird nicht hier in der Galerie stehen, sondern als Augenblickfang im Johannes sein Flur dienen. Das heißt, man macht die Tür auf und das allererste, was man sieht, ist das 100 cm Becken. Ja, und da freuen wir uns sehr drauf, das einrichten zu können. Lang hat es gedauert. Leute, habt viel Spaß beim Schauen. Das Aquarium, das wir einrichten, hat eine Kantenlänge von 100 cm, also in der Breite. Hoch ist es 40 cm und in der Tiefe haben wir auch 40 cm. Es ergibt ein Gesamtvolumen von 160 Liter brutto. Das ist ein bisschen ein außergewöhnliches Maß, aber du hast es damals als Sonderanfertigung machen lassen, genau, oder? Genau, von der Firma Emmel habe ich mir das fertigen lassen, weil 100 mal 40 mal 40 ist gar nicht so geläufig, zumindest gewesen. Ich glaube, das gibt es jetzt mittlerweile schon. Auf jeden Fall habe ich das auf meinen Schrank zuschneidern lassen, was im Nachhinein eigentlich total blöd ist, weil der Schrank, den finde ich gar nicht mehr so gut. Und da hast du dir gedacht, machst einfach das Becken passend? Zum Schrank. Vor 3 Jahren, wie ich das Becken das erste Mal eingerichtet habe, ist übrigens ungefähr genau 3 Jahre her, habe ich mir diesen Schrank besorgt. Und da war es noch nicht so üblich, dass man jetzt halt überall für Aquascapes coole Schränke herkriegt. Und ich wollte auch nicht so viel Geld für einen Schrank ausgeben, weil ich habe dann eher das Augenmerk auf die Lampen, die ich da drüber gehängt habe, gelegt. Und somit ist halt einfach dieses außergewöhnliche Maß entstanden und jetzt ist es so. Was noch dazu zu erwähnen wäre, hinter dem Becken ist eine Milchglasfolie angebracht. Das heißt, die ist so halb transparent und jetzt habe ich ein Problem mit meiner Wand gehabt, weil da ist ja so eine schöne Steintapete dran. Du hast dann einfach noch was dahinter gestellt, dass es wirklich. Genau, weil man hat diese Steine hat man durchgesehen und das hat mir eigentlich nicht gut ausgeschaut. Deswegen habe ich da noch so eine weiße Kunststoffplatte, dieses Bastelplastik oder wie es heißt, einfach dahinter gemacht mit Reißzwecken. Ja, das ist auf jeden Fall günstige und auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative. Ja, man kann jetzt tatsächlich noch so weit gehen, dass man eine schwarze Hintergrundplatte dahinter tut. Dann haben wir ein wenig einen anderen Look als so einen gräulichen, ein wenig dunkler. Schaut vielleicht da ganz cool aus. Mit der Rückwand muss ich eher mal schauen, was ich da mache. Weil nach unserem letzten Video habe ich da schon ein wenig so Bock auf so einen Lightscreen oder irgend sowas. Ja, das wäre natürlich die High-End-Lösung. Ja. Das kann man aber nachrüsten, das kann man im Nachhinein ans Becken montieren. Deswegen lassen wir das jetzt halt erst einmal weg. Also das heißt, es bleibt jetzt erstmal bei der weißen Rückwand. Genau. Und was sich dann weiterentwickelt, das werden wir sehen. Das Layout in dem Becken war auch tatsächlich sehr, sehr cool. Hat sich im Laufe der extrem langen Zeit mehr oder weniger verändert. Du hast ja am Anfang die Fahne drin gehabt, die dann irgendwann zu groß wurden. Das hast du dann durch andere Pflanzen ersetzt. Das war im stetigen Wandel. Ja. Das Becken ist übrigens genau vor 3 Jahren das erste Mal eingerichtet worden. Das war, glaube ich, im Dezember 2019. Und so lange ist das jetzt da gelaufen. Im Moment steht es ungefähr 2 Monate leer. Ursprünglicher Plan war ja, das Becken am laufenden Becken zu rescapen. Ich hatte ja dann irgendwann einmal so die eine Seite eingerissen gehabt und habe dann mit der anderen weitergemacht. Jetzt hatte ich aber das Problem, dass natürlich die Fische noch drin waren. Habe ich jetzt halt umgesiedelt in mal 60p. Das ist ja auch jetzt halt fast leer, aber trotzdem für die Fischler noch genug Pflanzenmasse vorhanden, dass sie sich verstecken können. Ja, ich habe es komplett rausgeräumt alles und habe die Pflanzen, also hauptsächlich die Aufsitzer, die ich im alten Layout vor dem 100 cm Becken hatte, aufgehoben. Na klar, kann man ja weiterverwenden. Kann man weiterverwenden, einfach mit Kabelbindern auf Steine raufgebundener Wall und habe sie in das 60p reingeschmissen. Naja, das Becken, das ist ja, hat ja sozusagen nie aufgehört zu laufen. Ach, ich habe das Layout raus, habe aber noch Filter weiterlaufen lassen. Und ach, dann warst du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, super. Ja. Wir geben euch jetzt mal einen kleinen Einblick in die Technik, weil das Hauptaugenmerk soll heute wirklich beim Scapen liegen. Dementsprechend behandeln wir das halt nur sehr kurz. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Lampen gewechselt. Also im ursprünglichen Layout hatte ich so Spotbeleuchtungen. Das waren diese AI Prime Freshwater HD. Das Coole bei denen war dieser krasse und harte Schatten, den die gebildet haben. Also es hat auch so geflimmert. Das war eigentlich schon eine coole Geschichte. Das hat eigentlich für das Layout, also für so Nature Style, richtig gut ausgeschaut. Die Farbwiedergabe war bloß nicht so gut. Jetzt hatte ich noch eine Shihiros WRGB2 in der 90 cm Variante da. Das müssen wir erst einmal übrig haben, so ja,
Für das Becken, was hier hinter uns steht, das 90P, was wir jetzt immer noch nicht gemacht haben, habe ich mal ursprünglich geplant, da 2 WRGB. Weil reicht. Da habe ich eine Schlund nicht vollgekriegt. Nein, es waren tatsächlich die Lampen im Sale einmal gewesen, okay, im Online-Shop. Da habe ich mir gedacht, ja, 100 Euro billiger pro Lampe, da schlage ich zu und nehme gleich 2. Ja, und das ist jetzt so der Grund, warum da auch wieder eine Shihiros WRGB2 drüber kommen soll. Sie ist einfach für die Farben schöner wie die alte Lampe. Aber ich glaube, zu dem Layout, was wir jetzt halt so grob im Kopf haben, da passt so eine Balkenlampe einfach auch besser als die einzelnen Spots. Ja, auf jeden Fall. Und du willst ja auch meine alten Lampen eventuell für ein Aquascape bei dir benutzen. Weil es wird auch eine Premiere. Wir haben vor, mal beim Rico ein wirkliches Aquascape zu machen. Aber also nichts, was rausgeht oder Paludarium-Style hat, ja, oder, sondern wirklich richtiges Aquarium. Konzentration unter Wasser mit CO2 und allem, was man so braucht. Ja, du hast es gerade angesprochen, CO2 soll in dein Becken mit rein. Unser Becken soll natürlich auch CO2. Da hatte ich schon mal eine ganze Anlage da, 2 Kilo Druckgasflasche mit einem Druckminderer von CO2 Art. Das ist die Pro Elite Series, die man mit Blasenzählern erweitern kann. Und dabei bleibt es ja. Dabei bleibt es. Bin ich sehr zufrieden, wie schon gesagt, 3 Jahre jetzt im Einsatz. Auch die Inline-Diffusoren, die reinkommen, auch von CO2 Art. Sehr zufrieden, überhaupt keine Probleme, kann ich nur empfehlen. Naja, so soll es doch sein. Jetzt hast du aber trotzdem noch ein was Neues und das ist der Filter, oder? Ja, Filter habe ich auch getauscht. Ich hatte ja diesen JBL Crystal Profi Greenline 1502 drin. Guter Filter, kann man nichts sagen. Hat super für das Becken gelangt. Das Problem ist bloß kein Heizstab drin. Ja, und jetzt hast du den Thermofilter von Oase, genau, wo einfach die Heizung gleich mit eingebaut ist. Da sparst du wieder hinterm Becken oder wo immer dort diesen Inline Heizer oder dieses Ding da. Da sparen wir uns den Heizer im Becken oder außerhalb vom Becken, weil da war mal ursprünglich auch so ein JBL Inline-Heizer dran, den man einen Schlauchkreislauf von Filtern reinhängt. Aber das ist dann eine Schlauchführung, so eine Schlaufe gewesen. Da hat man überhaupt keinen Bock gehabt, das Ganze auseinanderzureißen und sauber zu machen. Und jetzt ist einfach alles in einem Apparat und dann passt der Lack. Genau, da wird es umso einfacher. Und der Oase Biomaster natürlich noch den Vorteil für diesen Vorfiltermodul. Muss man den Filter nicht komplett auseinanderlegen zum sauber machen. Natürlich schon irgendwann nach einer gewissen Zeit. Ja, aber das ist trotzdem ein sehr durchdachtes System, was man erprobt und auch empfehlen kann. Kann man mal zwischendurch einen Vorfilter sauber machen und das erspart schon einiges an Arbeit. Jetzt kommen wir endlich zum spannenden Teil und zwar zum Hardscape und zur Einrichtung von dem Becken. Wir haben hier richtig fette Driftwood-Stücken, auch richtig viel. Also da sollte man schon irgendwas Cooles damit zusammenbringen. Es soll auch hauptsächlich mit Sand gearbeitet werden. Ursprünglich hatte ich vor, nur mit Sand zu arbeiten oder Kies. Jetzt bin ich aber trotzdem schon am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch im Hintergrund ein bisschen Säulen rein tue. Schon allein, um die Wasserwerte auf einem schönen, stabilen Niveau zu halten. Und auch, dass die Pflanzen, die man eventuell hinten reinsteckt, eine gute Nährstoffgrundlage haben. Das soll ja einen Aquascaping-Charakter haben, auch wenn man ja da jetzt auf die Fischler-Alage vom Bodengrundaufbau besonderen Wert gelegt haben. Ja, wir wollen Panzerwälzer in das Becken einsetzen und da ist es eben schön für die Fisch, wenn sie einen schönen feinen Sandbodengrund haben. Der soll ja da abgerundet sein, dass die sich ihrer Badeln nicht verletzen, also es sind ja bodenlebende Tiere. Ja. Ja, also wir haben hier wirklich eine sehr, sehr große Auswahl an Hardscape. Teilweise haben wir die Sachen vom Andi aus der Schwarzenbrugger Aquascapers Gallery, aber verschiedene Teile haben wir auch beim anderen Online-Shop bestellt. Jetzt haben wir natürlich die große Aufgabe, mit dem vorhandenen Material hier was wirklich Geiles auf die Bar zu stellen. Wir müssen schauen, dass noch genug Schwimmraum übrig ist, dass der Boden auch teilweise frei bleibt. Also wir können das nicht absolut voll pflastern, aber es soll ja trotzdem schon beeindruckend sein. Und vor allem soll halt keine Wurzel irgendwie die Scheibe berühren. Ja. Oh, das schaut auf jeden Fall brutal hart aus, dieses Holz. Das ist ja mehr gebrannt als Gesicht. Das lässt sich sehr schwer sehen. Also wie man schon sieht, sind hier sehr viele einzelne Teile, die wir zu unserer perfekten Wurzel jetzt halt verarbeiten. Also es ist ganz, ganz selten oder eigentlich nie der Fall, dass man hier ein Stück kauft und es dann so einsetzt und dann hundertprozentig zufrieden ist. Also es ist immer sehr viel
getüftelt. Das schaut am Schluss trotzdem aus wie aus einem Guss, weil man es genau solche Stellen, wie man hier jetzt sieht, oder auch Klebestellen, einfach perfekt mit Pflanzen kaschieren kann. Ging jetzt sehr schnell und auch recht zügig, aber oft ist es so, dass die ersten Ideen einfach schlicht und ergreifend die besten sind, und wenn man jetzt da was ändern will und nochmal macht und noch einmal macht und noch einmal neu anfängt, dann tut man das ganz oft auch verschlimmbessern und dann ärgert man sich, warum man es nicht so gelassen hat wie am Anfang. Also ich finde, es schaut so wie es ist schon ganz schön cool aus. Jetzt ist bloß die Frage, überschreiten wir da nicht schon die 100 cm von unserem Becken? Messen. Ne, unten sind wir bei 99. Na ja, gut, da kann man ja Abhilfe schaffen, indem dass man diese unteren Wurzeln hier und hier drüben ein bisschen kürzt. Aber oben, du hast ja hier auch noch das, was hier so rausschaut, und auf der anderen Seite das. Wobei, hier sind wir aber am ähnlichen Wert. Aber es ist schon sehr, sehr eng. Jetzt haben wir einen besseren Plan geschmiedet. Wir haben jetzt so ein Sperrholz unter Loch und der Rico tut sich jetzt einmal hier abkleben. Wie groß das eigentlich ist, unser Becken, und was wir da überhaupt für Ausmaß erreichen dürfen. Das sieht man schon, 40 cm ist eigentlich nicht viel. Ja, also ganz grob ist es jetzt hier 40, ja, 39,5. Ja, das passt schon lieber ein bisschen kleiner wie und zu groß. Und hier sind wir dafür bei 41. Steig. Ja, das hier wäre wahrscheinlich so das Maximale, was ich vorne an der Scheibe wolle. Mhm, weil das kippt ja auch nach hinten nach vorne, du musst ja schauen, dass das da passt. Ja. Das hat mal richtig schön die Wurzel verkeilen in die andere. Das hat dann da schon so einigermaßen reingepasst. Aber ich denke, das ist jetzt mal ein guter Grundloch und wir werden es jetzt mal miteinander fixieren. Wahrscheinlich kleben wir es jetzt. Wir haben aber auch Edelstahlschrauben da, die wir da reindrehen können. Schauen wir jetzt mal, wie es am besten passt. Schauen wir mal, ob es neu passt, oder? Ja, bestimmt passt es neu. Na, das schaut auf jeden Fall fett aus. Das Coole ist, wenn man von vorne reinkommt, hat man ja trotzdem 7-8 Meter Abstand zu dem Becken. Da schaut es schon cool aus, und umso näher man dann kommt, man sieht überall die Details, die ganze Struktur von dem Holz, das ist richtig super. Was ein Glück ist, ist, dass wir das vordere Drum hier, das du da in der Hand hast, noch nicht angeklebt haben. Das war prinzipiell da vorne geplant. Wir haben uns jetzt aber komplett dagegen entschieden, weil wir nämlich jetzt da im Background noch einmal mit dem Teil da arbeiten. Das haben wir auch noch nicht verklebt, aber das wird es auf jeden Fall werden. Da können wir hinten noch ein bisschen was absehen, beziehungsweise müssen wir. Da kommen wir die Zipfel weg. Weil dieses Stück soll nämlich genau so ungefähr dann da noch befestigt werden, um einfach noch einmal diese filigranen Stücke da noch mal zu spiegeln. Jetzt mal eine Frage, was nehmen wir eigentlich für Steine? Wir haben jetzt halt Basalt da, also schwarzen Basalt vom Steinbruch. Also den könnte ich mir richtig cool vorstellen. Vor allem hat der Johannes da sehr viele verschiedene Größen. Dann kann man das auch richtig toll auslarven lassen und hat nicht da irgendwie 80 mm Steine und dann direkt den Sand. Da hat er kleine Splitter und alles, dass man da richtig toller Übergänge schaffen kann. Und vor allem muss ich dazu sagen, die Steine, der Basalt, der war schon mal in dem Becken drin, also im alten Layout. Und das ist ganz billiger Basalt vom Steinbruch. Da habe ich, glaube ich, für einen großen Mörtelkiebel oder so einen Zementkiebel voll,
gerade mal 10 Euro gezahlt. Ja, und man muss dazu sagen, dass Basalt das Wasser nicht aufhärtet oder die Wasserwerte beeinflusst, das ist auch vorteilhaft. Also hier hinter der Wurzel haben wir tatsächlich wie so eine Kuhle und da werden wir jetzt ein bisschen Säule einfüllen. Wir nehmen dann einfach ein bisschen Filterwatte und vielleicht an Stahn dann uns den Bereich hier abgrenzen, dass genau hier mittig das Säul eingefüllt werden kann, nichts nach vorne rieselt. Wir haben uns jetzt entschieden, bevor wir mit der Filterwatte anfangen, da haben wir jetzt auch schon mal verschiedene Barrieren mit Steinen schaffen. Und jetzt sind wir gerade am Basteln, allzu viele Steine werden es gar nicht werden. Aber hier vorne haben wir einen eingelegt. Finde ich eigentlich ganz cool. Also die Steine haben jetzt erst einmal einen Zweck, dass wir die mit der Wurzel verkleben können, denke, dass die auch unten bleibt. Der Basalt ist auch schön schwer, der macht den Job auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt kommt wieder unsere Filterwatte zum Einsatz. Bin jetzt schon am überlegen, wie ich das mache. Ich wollte schon die ganze Matte hier rein tun, aber das wird, glaube ich, nichts. Ich reiße mir jetzt hier trotzdem wieder ein paar kleinere Trümmer ab. Und jetzt müssen wir hier versuchen, diese ganzen Stellen hier, wo das Säul durchrieseln kann, auszustopfen. Jetzt können wir hier noch was von dem Stein dazwischen klemmen. Man sieht schon, wir haben nicht alles verklebt, ein paar Steine sind noch lose. Die kann man dann einmal wechseln, wenn man Bock hat. Jetzt haben wir hier drüben noch so eine Stelle, da können wir es reinstecken. Und wichtig ist, dass man hier unten drin jetzt hat, ziemlich viel rein tun. Es ist letztendlich wie eine Höhle. Ich schaue, dass ich das jetzt ganz vorne ran stopfe. Ja, jetzt sieht man es. Gut. Also da kann man richtig reinlangen. Und bringe ich das Loch zu. Schaut gut aus. Ja, schaut sogar sehr gut aus. Wenn nicht, wollen die Amano-Garnelen, wenn was vorrieselt. Ja, ja. Immer die Schuld auf die armen Amano-Garnelen schieben. Wenn was rieselt, passt das ganz. Ui. So, nachdem wir jetzt alles abgedichtet haben, füllen wir mal das Säul ein und dann werden wir sehen, ob es geklappt hat. Ja. So, da finde ich mich jetzt in meinen Messbecher. Und mal schauen, dass ich den auch treffe. Ja, nicht einmal umgefallen. Ja. Aber fast zu viel eingeschickt. Das lassen wir jetzt mal da hinten einrieseln. Und ich denke, dass wir hier eine wirklich gute Fläche zum Pflanzen erzeugen können. Ursprünglicher Plan war ja nur Sand zu verwenden, aber das hier hinten, das bietet sich wirklich gut an. Schauen wir, dass wir nicht so viel Sauerei machen. Beim Andi war es uns wurscht, der hat es selber sauber gemacht. Lassen wir es rieseln und dann rieselt es wahrscheinlich irgendwo nach vorne durch. Ich befürchte fast, dass ich irgendein Loch vergessen habe aufzufüllen. Aber wir werden sehen. Muss man wieder schütteln? Es lässt sich gar nichts mehr schütteln. Das ist, schau mal, das ganze Aquarium wackelt, weil ich glaube, wir haben mittlerweile die Wurzel mit Sekundenkleber auf dem Glas festgeklebt. Ja, dann kannst du zumindest nicht auftragen. Na, an die Stase befestigt, also es soll halt hoffentlich nichts passieren. Natürlich muss man schon aufpassen bei sowas, weil wenn man mal wirklich richtig hängen bleibt an so einer Wurzel beim Saubermachen, dann kann es schon passieren, dass man den Sekundenkleber wieder abreißt. Aber das wollen wir ja nicht hoffen. Jetzt brauchen wir noch Sand, jetzt ist bloß die Frage, mit welchem fangen wir an. Wir haben unterschiedliche Körnungen, die werden sich wahrscheinlich sowieso mit der Zeit vermischen. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt halt erst einmal mit dem gröberen an. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Dann tun wir jetzt ein bisschen in den hinteren Bereich und dann schütten wir oben feineren Trieber und dann kann sich das mit der Zeit schön vermischen und dann wird es Wenn es uns zu unnatürlich ausschaut und dann einfach ein bisschen umrühren, dann tut es sich ein bisschen mischen. Ja, ein bisschen am Mixen. Aber ja, ich weiß sowieso nicht, ob der Sand schön ist. Ich habe jetzt das erste Mal diesen Gümmer Natursand.
Aber ich habe gedacht, ich will mal was anderes wie immer nur diesen ADA-Sand ausprobieren. Ja, und der Gümmer-Sand ist halt auch für die Fische perfekt geeignet. Da steht extra drauf für bodenlebende Fische. Ja, perfekt. Der ist abgerundet. Ha. Das ist sicherlich der ADA-Sand auch. Aber da steht es explizit drauf. Also wäre ich auch darauf vertraue. Ja, jetzt ist das Thema Sand waschen. Waschen wir noch? Kein Bock drauf. Ich auch nicht. Aber ich habe mehrere Säcke da. Wir machen es jetzt so. Meistens sammelt sich sowieso in dem Sack ganz unten dann das ganze feine Material. Wir machen die Säcke nicht ganz leer. Der Rest, der übrig bleibt, kann ich mir für ein zukünftiges Becken einmal waschen. Aber hier in dem Fall machen wir es jetzt halt nicht, weil es einfach schöner, den Sand reinrieseln zu lassen. Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, normalerweise wäscht man den Sand aus. Ich bin zu faul dazu, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann wascht euch den Sand aus. Oder wenn ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr einfach hoffen. So wie wir beide das gerade machen. Wir hoffen sehr, dass der Sand gut ausschaut. Ja, ich hoffe es auch. Mir ist er irgendwie zu grob, jetzt das, was ich sehe. Und mit der Farbe bin ich auch nicht so zufrieden, aber jetzt tun wir mal ein bisschen feiner oben drauf. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Das sind bloß zwei so kleine Bäckler. Oh, ja. Aber die müssen normalerweise schon länger. Aber wenn ich das jetzt hier einfach so ein bisschen mische, schaut es doch eigentlich ganz geil aus, oder? Der Feine ist auf jeden Fall auch heller und hat nicht so viel dunkle Partikel und so viel rötliche Partikel drin. Das stimmt. Das schaut auf jeden Fall schön aus. Ja. Ich meine, man kann hier ein bisschen so, ja, ein paar Stellen so freilassen, aber wie schon gesagt, das wird sich eh vermischen. Ja, wenn wir es noch mit dem Gravel arbeiten oder mit dem Stabrichler, dann schaut das schon gleich sehr cool aus. Dieser Pinsel, der ist das perfekte Werkzeug, um nach Sand und auch Säule im Becken zu verteilen. Und wenn der Sand jetzt nass wäre, dann hätte ich da ein Problem, weil es steht hier einfach vorne dran pappen und es geht dann einfach nicht so schön. Deswegen wollte ich das jetzt einfach hier so haben, dass ich das verpinseln kann. Wie schon gesagt, hier in den hinteren Bereich ein bisschen aufsteigen und da siehst du schon, wie sich das jetzt hat vermischt. Und hier vorne machen wir es tatsächlich gar nicht mal so tief. Wie ist deine ehrliche Meinung zu dem Sand? Also er muss auf jeden Fall gut abgedeckt werden. Wenn er pur dort liegt, so wie da vorne, ist es nur auf jeden Fall zu viel. Wenn der mit dem Glanz so ein bisschen überdeckt ist und diese ganze Farbstruktur so ein bisschen kaschiert ist, finde ich es eigentlich ganz cool. Ja. Aber wirklich pur ist er in meiner Augen schlicht und ergreifend zu grob für Aquascape und wahrscheinlich auch für die Fisch. Jetzt haben wir doch mal das Grundgerüst und ich würde sagen, wir machen hier jetzt den vorderen Bereich tatsächlich noch einmal so ein paar so einzelne kleine Steine. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja, holen wir uns halt noch mal was. Fräsen. Da habe ich jetzt ein kleines Angebot für die Steine. Vielleicht kann man hier wegen so mittelgroße da einfach mal da vorne so hier und da mit Nice setzen. Genau. Da auf jeden Fall noch ein wenig. Kannst du trotzdem noch ein wenig Struktur schaffen. Ja, wenn da ein wenig Sand drauf ist, das macht nichts. Das wolltest du auch gerade sagen, oder? Ja, das macht tatsächlich nichts. Ich meine, der ganze Sand, muss ich vorstellen, das vermischt sich und ist ständig in Bewegung durch die Tiere, die da drin herumwuseln. Es kommen ja wahrscheinlich auch Amano-Garnelen rein. Wie schon gesagt, die Panzerwelt, die kramt da unten den Sand sowieso um. Die Zeit ist mir wieder wie im Flug vergangen. Wir haben es nicht mehr geschafft, das Becken zu bepflanzen. Ich habe das Aquarium trotzdem erst einmal aufgefüllt. Das läuft jetzt 2 Tage. Also seit 2 Tagen ist das Wasser drin und man kann schon sehen, wie die Wurzeln das Wasser extrem braun färben. Das ist jetzt auch gut, weil ich kann das ganze braune Wasser jetzt schon mal mit dem ersten Wasserwechsel aus dem Becken rausholen. Im Filter habe ich natürlich auch gleich angeschlossen und auch das CO2 habe ich auch gleich laufen lassen. Einfach um auszubändeln, wie viel brauche ich da jetzt erstmal am Anfang. Man kann schon sehen, der Dauertest ist schon schön grün geworden. Also ist schon mal eine gute Menge, was da an CO2 in das Becken reingeht. So können wir es erst einmal lassen. Natürlich werden dann die Pflanzen auch CO2 verbrauchen. Vielleicht müssen wir es dann noch ein bisschen aufdrehen, aber im Moment bin ich recht zufrieden. Ich lasse jetzt erst einmal das komplette Wasser, also so viel wie ich rausbringe, aus dem Becken raus. Und dann hole ich immer die Pflanzen. Ich habe ja Pflanzen aufgehoben in meinem 60p. Da werde ich einige benutzen. Und ich habe mal auch 2 Pflanzen noch extra mit dazu bestellt. Es kann natürlich sein, dass ich dann trotzdem noch mehr brauche, aber das kann man ja dann mit der Zeit nachsetzen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir mit den vorhandenen Pflanzen kommen. Jetzt kommt das Wasser
raus. Ich habe jetzt hier eine kleine Auswahl an Aufsitzerpflanzen. Zum einen ist es mal ein Trident-Farn, dann habe ich Bolbides-Farn, unterschiedliche Anubias habe ich auch. Das hier müsste die Bonsai oder die Petite sein. Die hier weiß ich gar nicht, das ist irgendwie eine größere mit so rundlichen Blättern, muss ich einblenden. Und da irgendwo dazwischen befinden sich auch noch ein paar Buße Phalandras. Damit fangen wir jetzt erst einmal an, das ist jetzt erst einmal eine gute Grundlage. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite erstmal einen Bolbides-Farn gesetzt und hier eher mittig den Trident-Farn. Die Farne sind ja eigentlich schon recht alt und wachsen schon eine Zeit lang unter Wasser, deswegen werden die sich da, denke ich mal, gleich wohlfühlen. Machen wir weiter mit ein bisschen kleineren Anubias. Die setzen wir jetzt eher ein bisschen weiter nach hinten. Das ist jetzt die Anubias Bonsai. Und da muss ich jetzt mal schauen, ob ich geeignete Stellen finde. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt von vorne so sieht, aber ich schaue, dass ich die hier in den Stein reinbringe. Und da kann ich ja den anderen noch mal hochheben und kann die dann hier so drunter klemmen. Ich denke, die macht sich hier hinten richtig gut. Hier vorne habe ich sie tatsächlich so ein bisschen unter die Wurzel geklemmt. Man muss natürlich bei den Anubias aufpassen, dass man das Rhizom nicht komplett im Bodengrund eingräbt, weil das kann sonst verfaulen. Ein paar richtig schön dunkle Buße Phalandras haben wir mit kleinen Blättern. Das ist die Buße Phalandra Velvet Tricolor. Ich habe jetzt die Buße Phalandra Velvet Tricolor einmal hier unten vorne hingemacht. In der Hoffnung, dass man sie ja gescheit sieht, weil das ist ein Schattenbereich. Die Pflanze ist recht dunkel und muss halt eigentlich in so Schattenbereiche eher hellere Pflanzen einsetzen. Aber ich denke, die können sich da trotzdem richtig gut machen. Hier vorne habe ich auch noch eine reingesetzt. Ich will da gar nicht so viel am Hardscape haben, weil ich finde die Struktur von dem Hardscape hier eigentlich richtig cool. Deswegen will ich da gar nicht so viel vom Hardscape verstecken. Das hier oben an der Wurzel kann sich auch ganz gut machen. Da habe ich die einfach zwischen die Astgabel reingeklemmt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir alles schön feucht halten. Ich besprühe mir jetzt hier mal alles, damit uns die Pflanzen hier nicht austrocknen. Weil es dauert ja doch immer ein wenig Zeit, das Bepflanzen. Und damit verhindert man, dass die Pflanzen kaputt gehen. Ich will das Becken jetzt eigentlich gar nicht so extrem voll bepflanzen. Es soll noch viel vom Hardscape zu sehen sein, aber wir brauchen trotzdem ein wenig Pflanzenmasse. Ich werde jetzt den Hintergrund noch was setzen in unsere Säulfläche. Und vor allem werde ich jetzt halt mal versuchen, in diese ganzen schönen Ritzen vor der Wurzel, die hier so runtergehen, Ricardia-Moos einzusetzen. Das ist das Korallenmoos. Das habe ich in einem anderen Becken von mir, in meinem flachen 60S. Und da klaue ich mir jetzt halt einfach was. Ich werde es jetzt halt hier einfach mal so reinstecken und schauen, ob das hält. Ich will es wirklich nicht kleben. Wenn da Wengler was rausfällt, ist egal. Das kann hier ruhig in dem Becken ein bisschen wild wachsen und rumschwören. Das ist jetzt das Becken, wo wir unser Moos herholen. Also das ist immer schade, wenn man da was abreißen muss, weil es schaut wirklich sehr gut aus und wächst sehr schön. Jetzt können wir uns hier noch was nehmen. Und das ist dann wirklich schon eine gute Menge. Also wenn wir uns dann nur ganz kleine Fitzelchen an die Wurzel irgendwo ranklemmen, dann wächst es mit der Zeit richtig schön. We'll be right back.
Hintergrund brechen wir jetzt wieder ein bisschen die Regeln. Eigentlich sollten wir im Hintergrund Pflanzen mit kleineren Blättern einsetzen. Ich habe jetzt aber hier richtig schöne Echinodoren mit einem krassen Wurzelwerk. Da kann man sehen, dass die Pflanze ein starker Wurzelzehrer ist. Deswegen auch das Soil. Da wird dann vielleicht auch noch mit der Zeit mit Düngekapseln nachgedüngt. Das ist jetzt eine Echinodorus Red Chili. Schaut richtig cool aus, kriegt so lange, rötliche, schmale Blätter. Auch noch für den Hintergrund habe ich so ein In-Vitro-Töpfchen. Aerocaulon SB Japan Needle Leaf. Die soll richtig schöne, schmale Blätter haben. Und soll schön hoch werden. Ich denke, das macht sich ganz gut, wenn es dann hier hinten vor der Wurzel so rausschaut. Hier habe ich jetzt übrigens meine Echinodoren reingesetzt. Eine etwas links und eine eher etwas rechts. Da kann man sie vorspitzen sehen. Das sind jetzt hier tatsächlich aus dem Mini-In-Vitro-Becher drei wunderschöne Einzelpflanzen rausgekommen, die auch schon recht hoch sind. Also ich bin begeistert. Das sind auf jeden Fall auch Pflanzen, die an Ort und Stelle bleiben. Die breiten sich nicht so aus, wie jetzt zum Beispiel Wallisnerien. Richtig geil, da freue ich mich schon richtig drauf. Die haben teilweise unten also wie so Korkenzieher ähnliche Blätter. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Die können bei der Pflanze immer mehr auftreten. Aber eigentlich wächst sie dann gerade nach oben. Also so ist zumindest der Plan. Da freue ich mich richtig drauf. Die kommt jetzt hier in den Hintergrund rein. Also ich habe jetzt tatsächlich hier ein bisschen weiter vorne auch noch eine gesetzt, hier am Übergang. Ich weiß nicht, ob das dann im Endeffekt gut ist. Und hier zwischen der Echinodorus habe ich auch mehrere Einzelpflanzen jetzt noch aus der großen rausbekommen. Die konnte man noch ein bisschen teilen. Die habe ich jetzt hier überall im Hintergrund ein bisschen gesteckt. Und jetzt schauen wir einfach einmal, wie sich das entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Das sind zwei Pflanzen, die ich noch nie hatte im Hintergrund. Und da freue ich mich schon wirklich richtig drauf. Das Becken läuft wieder sau steig. Ich habe wieder ein cooles Becken bei mir daheim stehen. Ein richtig schönes Nature-Style-Aquarium, wo auch schöne Fische reinkommen sollen. Ich hoffe, ich habe jetzt in der Anfangsphase nicht so viele Probleme, weil es ja doch relativ schwach bepflanzt. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Hier im Vordergrund habe ich übrigens noch ein bisschen von dem ADA Aqua Gravel eingebracht. Und es lockert das Ganze noch ein bisschen auf und bringt ein wenig Details in den Bodengrund rein. Leute, damit verabschiede ich mich von euch. Hab vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt uns mal einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn euch der ganze Kanal gefällt, lasst uns mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftige Videos auch nicht verpasst. Vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.